An der europäischen Außengrenze zeigt sich seit Jahren, dass sich die sogenannten europäischen Werte meist dann in Luft auflösen, wenn es hart auf hart kommt. Vor Krieg und Not flüchtende Menschen werden gnadenlos sich selbst überlassen. Europa versagt erneut, wenn es darum ginge, Humanismus zu leben, anstatt nur selbstgefällig zu predigen. Die Schweiz, die, soweit ich weiß, Teil Europas ist, könnte ihrem heiligen Selbstbild endlich mal wieder gerecht werden, nämlich ein fortschrittliches und humanitäres Land zu sein. Aber nur, wenn sie jetzt sofort für ihre Verhältnisse möglichst viele Schutzsuchende aus den Elendslagern in Griechenland evakuiert und ihnen hier bei uns Hilfe bietet. Das wäre ein Grund, stolz auf die Schweiz zu sein.